So, weiter geht's mit Folge 10. Machen wir wieder die Review. In der letzten Folge hatten wir wirklich dieses Thema mit Xenobald und Kizuna. Sie sind mit dem Sequel angekommen, haben dann eben erstmal herausgefunden, wo sich Raftalo befindet. Und wir haben einiges zu besprechen auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Kommt nochmal hier gerne in die Playlist rein zu meinen bisherigen 9 Reviews. Und ich würde sagen, viel Spaß, Leute. Und let's go rein in die Materie. So, die Folge war sehr turbulent, fand ich. Also, für mich war noch ein paar Dinge unlogisch. Tatsächlich, und zwar haben wir einmal die Thematik mit Loak, Therese und Glass, denn Raftale landet eben nicht, wie ich eben dachte, im Labor von Kyo, sondern sie landet gar nicht bei Kyo, sie landet nämlich direkt, beziehungsweise landet erstmal im Gefängnis und trifft da eben auf die drei, auf Loak, Therese und Glass, und die entkommen dann erstmal. Und interessant ist ja schon mal, dass diese drei Charaktere direkt eingeführt werden, direkt in die Story, sag mal, eingebracht werden. Ist ja klar, wir haben ja schon das Visual gesehen, sie werden auf jeden Fall alle zusammen kämpfen. Später am Ende des Arcs, in ungefähr einer Folge, zwei Folgen, wenn dann die erste Staffel, beziehungsweise der erste Teil der zweiten Staffel endet, beziehungsweise die komplette zweite Staffel endet. Und ja, außerdem haben wir auch noch die Wiedervereinigung von Afomi und Raftalia. Und die, ja, außerdem wird Raftalia eben noch die neue, also sie wird eben die Heldin des Katanas, hatte eben ihre Hauswaffe, das Katana, und das ist eine sehr spannende Thematik, denn ja, wie gesagt, Raftalia wurde ungefähr vor 2 Folgen von Nafomi getrennt, und 2 Folgen später ist sie auf einmal die Heldin des Katanas, ist sehr stark geworden, hat außerdem auch ihre, sag jetzt mal, ihre Liebe auch gestanden zu Nafomi, hat sie ein bisschen angedeutet, sie meinte, es will nicht nur sein Schwert sein, es will auch wirklich sein Partner sein, einfach, ja, für ihr Partner sein und einfach nicht nur dick und dünn gehen. Und ja, was ich nicht bis verstanden war, erstmal die erstens die Thematik zwischen Loak und Raftalia. Ich meine, klar, sie sind eigentlich Feinde, beziehungsweise sie müssten jetzt erstmal zusammenarbeiten, um gegen Kyo, sage ich jetzt mal, ja, eine Chance zu haben, dass wir eben gemeinsam ihn besiegen. Allerdings ging es ein bisschen zu schnell, fand ich. Ich fand, das hat man allgemein viel zu schnell abgehandelt hier. Man hat die vier erstmal auf eine Reise geschickt. Sie mussten sich dank Therese nicht wirklich um Essen und so kümmern. Die konnte irgendwie alles finanziell leisten, stützen. Die haben Raftalia ein bisschen trainiert, aber irgendwie, das ging mir einfach alles zu schnell, und auch die Thematik zwischen dieser kleinen Szene zwischen Glass und Raftalia, wo sie ein bisschen genäht haben, wo Raftalia auch ein bisschen was über sie und Kizuna erfahren hat, was auch nochmal später in Anführungszeichen wichtig werden wird, denn auch sehr interessant, man geht in dieser Staffel wenig auf Nafomi an, bis gar nicht, also bis, im ersten Teil war Risha wichtig, jetzt wird Raftalia wichtig, also ich würde euch auf jeden Fall sagen, die erste Staffel hatte definitiv den Fokus zu den Schildhelden und die zweite Staffel wird dem einfach nicht gerecht. Das ist aber, denke ich, notwendig, beziehungsweise auch ganz, ja, spannend, denn nicht jede Serie fokussiert sich mal auf andere, auf Nebencharaktere, aber diese Staffel komplett. Also Naofumi war ja überhaupt nicht dabei, war mal mit Ost dabei, hat mal kurz den Schild bekommen, hat durch Ost gelernt bekommen, dass er eben nicht mehr den Schild des Zorns ansetzen muss, weil er eben auch keinen Zorn mehr hat. Und ja, ich bin mal gespannt, wie man allgemein die letzten beiden Folgen noch macht, denn Raftalia ist jetzt auf jeden Fall, hat jetzt dieses Katana, ist jetzt wirklich die Heldin des Katanas, und man zeigt so ein bisschen, wie sie kämpft auch gegen Kasugi kurz noch, und Kasugi ist wirklich jemand, also dem habe ich absolut keinen Respekt, der auch keine, also Ehrfurcht oder so, also das ist einfach für mich ein Handlanger von Kyo, und die beiden haben anscheinend an, ja, Wesen, an mystischen Tieren geforscht, wie wir auch erfahren haben, deswegen ich auch denke, dass Kyo in seinem Labor viele mystische Tiere haben wird. Ich denke, wird er noch irgendwas mit der Kraft der Schildkröte vorhaben, die er eben noch nicht erst bekommen hat. Und die Frage, die ich mir jetzt auch stelle, ist, wie man das jetzt, wie gesagt, auch macht, wie man jetzt die beiden letzten Folgen noch schreiben wird. Denn Nafomi und Raftalia sind jetzt eben wieder zusammen. Man sieht ja am Ende, dass sie wieder zusammen treffen. Und allgemein Aufbau fand ich eigentlich bis zum Ende ziemlich gut. Anfang ist es auch ein bisschen schwierig, wie gesagt, dass sie eben direkt aufeinander treffen in dem Gefängnis. So ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal random, hat jetzt nicht so wirklich besonders gut gefallen. Aber dann später, als Raftalia eben dachte, okay, jetzt ist alles vorbei, es gibt noch ein Monster, das übrig ist, ich habe keine Kraft mehr. Und man hat die ganze Zeit schon, ich finde, Philo schreien hören, weil wir wissen ja, dass sie in dieser Welt die Humming Fairy ist. Und ja, das war eben ein anderer Laut und den kannte Raftalia eben nicht. Aber mir war schon bewusst, okay, das ist Philo auf jeden Fall, nachher wird auch noch kommen. Risha war mal wieder überhaupt nicht dabei. Kizuna hat was kurzen Moment gehabt, aber Risha ist wieder komplett, also, komplett abseits, sie ist wirklich überhaupt nicht mehr dabei gerade. Und ich glaube, man setzt den Fokus hier wieder ein bisschen mehr auf Raftalia. Und Risha wird ein bisschen mehr außen vor gelassen. Ich meine, klar, sie hat jetzt nämlich ihre Fähigkeiten im Kampf gegen Kyo gezeigt. Und der zweite Kampf gegen Kyo steht ja noch an. Er hat ja selber gesagt, dass er noch eine Revanche haben will mit ihr auf jeden Fall. Und ja, ich denke, Risha auf jeden Fall in den letzten Folgen vielleicht noch mal einen kleinen Moment bekommen wird. Aber sich die dritte Staffel dann vielleicht wieder mehr um, ja, sagen wir,
Gut, wir bekommen langsam, sag ich jetzt mal, den Aufbau dieses Bild ab der einzelnen Helfer von Nafomi, denn Naftali hat jetzt eben die Katana-Hauswaffe, Rishi hat auch ihre Fähigkeit erweckt, sag ich jetzt mal. Kizuna kommt eventuell auch noch mit, beziehungsweise vielleicht wird sie auch bleiben mit Gläsern, so kann man ja mal schauen, wie man das schreibt. Viele außerdem wird noch die Königin von der Filiole jetzt, hat auch noch, also wird sich noch sehr stark, sehr krass entwickeln. Zu Raftali nochmal, sie hat übrigens auch kein Sklavensiegel mehr, es wird sie übrigens auch genommen, seitdem sie die Hauswaffe eben behalten hat, beziehungsweise genommen hat. Beziehungsweise, ja, man sieht auch, die Hauswaffe entscheidet sich eben für sich selbst, sagt auch Glass vorher nochmal, dass sich die Hauswaffe eben für einen entscheidet. Deswegen konnte Raftali auch überhaupt nichts dagegen tun. Und sie entscheidet sich mal wieder für Nafomi. Hat mir auch schon in der ersten Staffel, ich glaube in der dritten oder vierten Folge, als sie eben die Möglichkeit hatte, von Nafomi zu fliehen, beziehungsweise einfach zu gehen, weil sie eben befreit wurde von diesem Glasensegel. Aber sie wollte damals auch schon bei ihm bleiben und diesmal auch wieder. Und wie gesagt, sie will nicht nur ihr Schwert sitzen, sie möchte auch ihr sein, oder ihr, ja, der Partner sein, einfach eine feste Beziehung mit ihm haben, denn das ist wirklich Liebe, was sie für ihn empfindet. Und ich denke, ja, genauso, das hat man auch ein bisschen schon am Ending, also im Opening drauf aufgebaut, fand ich, oder mit dem Gespräch neulich auch, als Raftali Nafomi überzeugen konnte, dass sie, also dass er eben doch mit den Alliierten gegen die geistige Gründe kämpft. Das müsste Folge 2 gewesen sein, glaube ich. Raftali ist einfach ein sehr wichtiger Charakter für Nafomi, und ohne Raftali wäre Nafomi, ich sag jetzt mal, ja, also problematisch. Ich meine, sie unterstützt ihn so oft und hilft ihm so oft. Und das ist, wie gesagt, auch das Schwert, aber wie gesagt, ich finde, man hat das irgendwie so schnell abgehandelt. Ich meine, kurze Zeit später sieht direkt wieder die Heldin des Katanas und plötzlich sind die wieder zusammen, fliehen vor Eierkuchen, kämpfen zurück gegen Kyo und das war's dann, oder wie? Also, sehr schwierig, fand ich. Und ich fand das auch nicht gut umgesetzt, muss ich sagen. Ich fand es ein bisschen zu einfach. Ich meine, wenn wir jetzt mal Werke zum Beispiel wie Attack on Titan hernehmen oder Werke wie, was weiß ich, One Piece oder so, also wirklich die durchdacht sind, die strukturiert sind, muss ich sagen, dass die zweite Staffel bisher wirklich sehr, sehr schwach vielleicht dazu darstellt. Ich meine, klar, da erstmal ranzukommen ist natürlich sehr schwierig, aber trotzdem, es war einfach nicht gut, meiner Meinung nach, und es war einfach alles viel zu schnell. Außerdem, natürlich kann es sein, dass das Leid will, dass der Manga anders geschrieben wurde, vielleicht besser geschrieben wurde, dass sie im Anime einfach ein bisschen Budget sparen wollten, ein bisschen weniger Szenen, ein bisschen weniger Charaktere einfach einbauen wollten. Ich meine, auch wie Kazuki besiegt wurde, das war jetzt wirklich nichts Besonderes, wollte einfach nur zeigen, dass, ja, Raftali ist jetzt eben die Heldin des Katanas, hatte eben diese Fähigkeit, diese Kraft, und ja, Kazuki war jetzt wirklich kein Maßstab. Ich denke, es wird man erst im Kampf gegen Kyo wirklich sehen. Ich meine, er hat jetzt auch, wie gesagt, die Kraft der Schildkröte, das könnte auch sehr spannend mit ihm werden. Ja, gut, und ansonsten, ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie es nächste Folge weitergeht. Wir haben jetzt wieder alle zusammen. Therese, Glass und Le Arc sind bisher noch nicht mehr erschienen. Wir haben nur gesehen, dass sie eben auf diesem Festplatz waren, wo eben der Held des Katanas ausgewählt wurde. Sind sie eben geblieben, beziehungsweise haben sie auch gegen Soldaten gekämpft, die Raftali aufhalten wollten. Denken wir, wenn wir mal wieder kommen, müssen ja kommen. Wie gesagt, wir kennen es, wisst ihr schon, dass sie eben gegen Kyo dann später kämpfen werden, alle zusammen. Und ja, das war's erstmal für die Review, würde ich sagen. Ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, wie fandet ihr die Folge heute, hat es euch gefallen, fandet ihr es auch ein bisschen schwierig, das Ganze, ich meine, war ein bisschen, ja, vorgegriffen, sag ich jetzt mal, ein bisschen zu einfach gedacht, alles ein bisschen zu schnell abgehandelt hier, und wie gesagt, hat natürlich meinen Geschmack getroffen, ich bin von Shield Hero anders gewöhnt, gucken wir uns mal die erste Staffel an, das war mal ein ganz anderes Niveau, und eigentlich sollte sich ja wie die Geschichte, wie gesagt, um den Schildhelden drehen und nicht irgendwie Demi oder Nebencharaktere allgemein. Also, wie gesagt, war eine interessante Folge, auf jeden Fall nicht die beste, eine etwas schwächere, fand die Folge nun definitiv besser. Folge 8 war noch viel besser, aber bisher finde ich diesen Arc, ja, sagen wir, etwas besser als den Shield, also den Spirit Turtle Arc. Deswegen ist jetzt keine Folge, die irgendwelche Preise holen wird, aber es war eine Folge, die vielleicht eventuell wichtig war. Natürlich Raftali jetzt eben diese, ist jetzt eben die Katana-Heldin und hat jetzt eine Menge Potenzial auf jeden Fall hier noch weiterzumachen und wirklich noch stärker zu werden. So, dann war es aber an der Stelle auch wieder, würde ich sagen. Leute, habt noch einen schönen Morgen, schönen Mittag oder schönen Abend. Euer Genazu. Ciao.